So, Freunde, wir sind zurück zu neuen Video in The Realm. Wir gehen wieder rein in die Game Week. Gerade ein Specialist gab sehr, sehr, ja, doch sehr heiße Aktien, muss man sagen. Und jetzt am Wochenende, muss man ehrlich gestehen, gab es wieder ein paar Lehren, die wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Da haben wir sie wieder angreifen in der kommenden Woche, weil es dann eher ernüchternd lief teilweise. Sei es drum, haut wie immer eure Game Week in die Kommentare. Ist immer wieder eine sehr frische Sache. Und wenn ihr noch kein So Rare User seid, kann man sagen, dann gerne über den Link in der Beschreibung anmelden. 5 Karten auf dem Markt erbieten und eine Limited for free abstauben. Wir gehen rein, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn noch nicht getan. Rüber in die Game Week unter der Woche, sprich Champions League, dieses internationales Geschäft. Kurz noch infotechnisch was am Rande. Ihr habt letztes Mal gesagt, hey, wäre vielleicht ganz nice, die Rewards zu zeigen, wenn sie auch da sind. Ist ein bisschen schwierig, weil ich meine Reward-Videos meistens Montag, Dienstag aufnehme und die Rewards meistens eigentlich immer Dienstagabends irgendwann so um 7 oder so rauskommen. Deswegen ein bisschen tricky die Sache. Ich versuche die bestmöglich euch trotzdem zu präsentieren, sonst wie aktuell einfacher für mich, die im Endeffekt von der Vorwoche zu zeigen, sprich was da wirklich rauskam. Sonst könnte ich es in der Sache, ja, in Shorts eigentlich raushauen. Wäre eine Idee, können wir auf jeden Fall auch drüber reden. So ist aktuell ein bisschen tricky, diese Game Week Recaps aufzunehmen, vielleicht am Donnerstag. Ist einfach zeitlich gerade nicht so ganz hin. Und ich hoffe, das passt für euch. Also ja, da will man natürlich kein böses Blut hier haben auf dem Kanal. Aber ich werde es aktuell erstmal so handhaben wie gehabt. Das ist auf jeden Fall für mich zeitlich einfacher zu managen. Dann ist halt auch einfacher, die Videos kontinuierlich rauszudroppen. Was mich natürlich auch immer wieder hier anspornt, die auch tatsächlich regelmäßig zu bringen. Wir sind jetzt über ein Jahr hier zusammen auf dem Kanal. Ich denke, das wollen wir so beibehalten. Nichtsdestotrotz war es unter der Woche, wie wir sehen, relativ erfolgreich. Wir sehen hier einen Tier 2, einen Tier 3. Und es war ein Specialist. Deutlich, deutlich mehr drin, muss man einfach sagen. Es gab ja die Möglichkeit, vielleicht besser aufzustellen. Ja, durchaus. Habe ich dann aber am Ende auch ein bisschen bereut, wie ich aufgestellt hatte. Wir gehen direkt rein aus der Limited. Und da hatten wir eigentlich eine recht solide Mannschaft, muss man sagen. Mit Radetzky, Johnny Tarr, ein Gorre, der 2 Assists droppt gegen Pilsen. Ein Serge, der endlich mal wieder zugeschlagen hat. Ein Dominik Fitz als Stürmer, der irgendwie über 50 Punkte kommt beim 0-5. Keine Ahnung, was der eigentlich gemacht hat. Können wir mal drauf schauen. Das ist nur ziemlich tatsächlich brennend. Wir sehen hier, der ist offensiv eigentlich ganz gut zu Werke gegangen. Ne? 3 Punkte für Schuss aufs Tor. 8 in den Strafraum reingeraten. Also sehr überraschend. Trotzdem so, machen wir immer hier ein Tier 3 mit. Das war in Ordnung. Leon Goretzka überragend. Und da ist schon der knackende Punkt. Sagt man das so? Der springende Punkt, besser gesagt. Und den hätte ich auch vielleicht eine Specialist bringen müssen. Ich war mir dann nicht ganz so sicher, wie ich es mache. Ich bin ja oft auch ein Freund davon, Torhüter, Verteidiger zusammenzustellen, so wie jetzt hier auch mit Johnny Tarr und Radetzky. Da sah es auch ganz schön lang, ganz gut aus, bis Paul dann das Tor gemacht hatte. Sonst wäre hier vielleicht auch noch mehr drin gewesen. Wir sehen hier 10 Punkte auf Tier 2, ist jetzt auch nicht so mega weit entfernt. So war es ein Tier 3, schauen wir nachher rein, wer es würde. All-Star Rare, da haben wir auf jeden Fall nicht so viel abgeräumt, weil hier eh ja nur Jettlin gezockt hat. Dann Change Europe gegen Paris. Die Jungs von Benfica. War an sich ein gutes Spiel von Benfica. Natürlich reicht es punktetechnisch hier in The Rare nicht für viel. Trotzdem, da war auf jeden Fall mehr als nur ein Punkt drin. Also Benfica Lissabon dieses Jahr Eisen Eisen. Bisschen Outsider, aber wer weiß, was da noch geht diese Saison. Und jetzt im Rückspiel in Paris wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger als daheim in Lissabon. Trotzdem, ich bin sehr, sehr erfreut gewesen. Die haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit gehabt, kurz vor Schluss mit Rafa das 2-1 zu machen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr nice Nummer gewesen. Sonst kann man sich nicht beschweren. Die Jungs kämpfen, dann nehmen wir Kickoff mit. Da ging nicht so viel. Und jetzt kommen wir zu Specialist. Und wir sehen es hier, die Jungs waren an sich überragend, muss man sagen. Ich habe einen Bryce Duke gekauft, extra für diese Game Week. Ich habe es schon mal angesprochen, macht es eigentlich nicht. Das ist eigentlich dämlich. Aber ich brauche noch einen für U40, L15. Das war halt dann dieser gute alte Bryce. Hat direkt noch einen Assist gemacht, also ich kann mich natürlich nicht beschweren, wenn das so abläuft. Und dann sehen wir halt hier noch einen André Silva mit einem Doppelpack, der auch die unter 40er Grenze natürlich dabei war. Ein Rafa Guerreiro mit einem Tor. Da hatte ich ein neuer Clean Sheet drin gewesen und einen Fonzi Davis. Und Fonzi, da war ich mir eh nicht sicher, spielt er überhaupt oder was macht Nagelsmann mit dem? Dann hieß es, er spielt wohl. Dann habe ich aber tatsächlich, nachdem auch die Deadline rum war, gemerkt, der wird den safe spielen lassen und wenn es gut läuft, frühzeitig rausnehmen. War dann auch der Fall, zur Halbzeit von sie raus, da ist es rein. Boah, hätte man durchgespielt, wenn wir safe in eine Rare-Karte reingeslidet. Wir sehen es hier, sind 8,82 Punkte, die da fehlen oder ja, mit ein bisschen mehr Punkte von Fonzi gehen wir auf einen Tier 1 Rare. Oder was da auch noch sonst gegangen wäre. Und jetzt im Nachhinein hätte ich halt safe Goretzka hier reinstellen sollen. Ein bisschen mich lösen auch von dieser Idee, dass immer Torhüter und Verteidiger zusammenspielen müssen. Weil da bin ich wirklich hart drauf. Also da bin ich immer, eigentlich möchte ich das haben. Hier hätte ich es lassen sollen. Im Nachhinein natürlich ist man schlauer. So, nehmen wir ein Tier 2 mit. Schauen wir uns gleich an, wer das würde. Und dann ist unten noch Underdog. Da war
Alle eigentlich ganz stark. Saponic bei einem 2-0 nur von der Bank kommt. Brass beim 0-0 nicht so überragend. Pressern. Der Mann, den habe ich mir irgendwann mal geholt von ein paar Kröten und der ist wirklich so wack. Also den stelle ich wahrscheinlich nicht mehr auf. Den habe ich so oft aufgestellt, weil ich die Hoffnung hatte, hey, vielleicht läuft es ja und es ging nie was. Wie gesagt, das war jetzt eigentlich hier eine sehr gute Game Week. Es hätte noch deutlich, deutlich besser laufen können. Also das mit Fonsi und Gorre, die zwei hatte ich nämlich so im Austausch. Also da hätte ich tatsächlich tauschen können. Vom positionstechnisch hätte es auf jeden Fall funktioniert. Und punktetechnisch wäre das halt auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Aktie gewesen. Sowas. Ein Tier 2 und ein Tier 3. Da gehen wir auch direkt mal rüber. SO5 Stats. Dann schauen wir uns die Reorts an, die da rauskamen. Das war einmal Sebastian Cordova. Das war ein Specialist der Tier 2. Habe ich schon verkauft. Ging, glaube ich, für so. Ja, wir sehen es hier. Ja. 0,0155 weg. Der Mann spielt bei Tigres, also auch eine gute Mannschaft in Mexiko. Habe ich jetzt aber nicht unbedingt mehr gebraucht. Ein anderer war Rubin Zegers. Der ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Der ist auch von einem Tier 3 eigentlich sehr, sehr gut sogar. Wir sehen es hier. Der kostet gerade im Durchschnitt 7 Euro. Ist gerade bei ungefähr 11 gelistet, wenn ich das richtig Kopf habe. Ja, 11,50. Aber die Punkte sind für einen von Westerlo aus Belgien eigentlich echt nicht verkehrt. Wir sehen es hier, der Punkt ist ganz solide. Habe ich erstmal gehalten. Wer weiß, wo das hinführt. Den kann man vielleicht mal reinwerfen in irgendeine Mannschaft. Vielleicht braucht man den Mann. Lassen wir erstmal im Verein. Wir gehen weiter ins Wochenende rein und da muss man tatsächlich sagen, da sah es jetzt nicht so gut aus. Nicht mal einen Threshold mitgenommen. Das war die nächste ärgerliche Meldung, die wir hier zu verkünden haben. Wir hatten sehr viele Teams und wir fangen an bei All-Star Limited. Und da muss man sagen, Dominic Fitz, der Mann, performt einfach immer wieder. Wie gesagt, vorhin beim 0-5 mit Punkte, hier mit einem Tor wieder solide. Chaloy war nicht so gut. Dann fängt sie an mit Florentino Luis. Warum wir gerade von rechts nach links gehen, keine Ahnung. Ich bin irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall so mitnehmen. Florentino Luis auf jeden Fall nur von der Bank gekommen. Und Benfica eigentlich, also Roger Schmidt war eigentlich, oder Roger Schmidt, sorry, war auf jeden Fall dafür bekannt, nicht zu rotieren. Und jetzt hat er auf jeden Fall mal angefangen zu rotieren. War ja Florentino erstmal auf der Bank. Und wir werden nachher sehen im Stack, da waren noch andere auf der Bank. Tatsuya Nagato ist auf jeden Fall ein Riesenlichtblick in letzter Zeit. Der Mann punktet sehr, sehr gut. Der ist auch schon auf den Zehner hochgegangen. Den habe ich schon ewig im Verein, aber wenn wir auf die Scores gehen, die letzten sind sehr, sehr solide, kann man sagen. Also das ist wirklich was, darauf lässt sich aufbauen. Mal schauen, wo das hinführt. Jetzt auch beim 0-2 gegen Gamba. Boah, 70 Punkte knapp. Ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Und Ivacic, boah, 3 Punkte. Schwierig auf jeden Fall. Hätte ich lieber Fan und Oswald reingestellt. Dann hätte es auf jeden Fall von Riot gereicht. So war es auf jeden Fall auch nichts. Dann kommen wir zu All-Star Rare und also Yannick Gerhardt, der Mann punktet, der macht schon wieder seinen Scorer, hätte auch einen zweiten gut und gern machen können. Otavio leider nicht so gut gewesen, Keegan auch eher durchschnittlich. Volo, RS04 läuft sie ja nicht ganz so solide, er hat auch, glaube ich, nichts gehalten. Ja, 3 Saves, okay, passt auf jeden Fall, aber halt 4 Gegentore gefressen. Und Johnny Burkhardt, das ist wirklich ein Sorgenkind mittlerweile. Den Mann habe ich mir geholt für gut Geld, habe gedacht, hey, da lässt sich drauf aufbauen. Letzte Woche mit einem Riesenassist und jetzt fällt er mit einem grippalen Infekt aus, also natürlich kann man nichts machen, ist natürlich ärgerlich, aber es geht irgendwie mit dem Mann weiter, wo es irgendwie angefangen hat. Jetzt kommen wir hier auf 152 Punkte, das reicht natürlich nirgends hin. Und Yannick Gerhardt ist auf jeden Fall ein Lichtblick, kann man sich nicht beschweren. Da bin ich gespannt, was die kommenden Wochen so kommen von den zwei Wolfsburger. Vielleicht holen wir noch einen dritten in den Bund rein. Mal schauen, ist vielleicht nicht die beste Idee, müssen wir mal weiter überlegen. Casual habe ich eigentlich noch nie drauf eingegangen, müssen wir auch hier nicht tun. Toni Kroos mit 0 Punkten hat nicht gespielt. Er kommt zum Stack von Benfica. Und die haben hier gegen einen recht guten Gegner gespielt. Also gut in Sachen, wir holen Punkte. Also eher nicht so gut aus der Liga also. Und Grimaldo, Rafa, 19 mit dem Bank, tut sehr, sehr weh. Und dann haben wir João Mario, der halt hier wirklich 96,6 droppt. Und Gonçalo Ramos, der mit 94 rausgeht. Also hier müsste eigentlich was gegangen sein, wenn halt alle gespielt hätten. Haben sie halt nicht. Grimaldo wäre halt auch safe mit guten Punkten raus. Und Rafa sowieso. Also ärgerlich. Roger, da müssen wir auf jeden Fall reden. Vielleicht können wir da nächstes Mal nicht ganz so rotieren oder andere rausnehmen. Wäre auf jeden Fall eine ganz nette Sache. So war es echt ärgerlich. Aber ja, was wir es machen. Jetzt gegen PSG zählt es wieder. Vielleicht geht da auch was. Dann kommen wir zu meinem amerikanischen Squad. Da holen wir nach wie vor einfach gar nichts, weil Stefan Freier nur die Bank gedrückt hat. Goodman, der Mann ist nach wie vor sehr solide. Wieder mit einem Tor. Andrade war okay. McNamara, wie man kennt, solider Mann. Und Fragapane mit einem Tor. By the way, es gibt bald auch ein MS-Video zu einer Mannschaft, die ich mir überlegt, aber in Rare. Und da ist Fragapane einer, der ist ganz dick auf der Liste. Den Mann finde ich nicht verkehrt, preis-leistungstechnisch. Und jetzt wieder mit einem Tor, wie gesagt, kann man mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Asiatischer Squad hätte ich auch tatsächlich mir mehr erhofft.
Ja, Mané ist in letzter Zeit wirklich vogelwild in Sachen schlechte Leistungen bringen. Joao Schmidt waren alle nicht wirklich gut. Müssen wir einfach zusammenfassend sagen, die Asiaten in dieser Mannschaft waren nicht gut. Oliveira, der Brasilianer mit Joao Schmidt, die zwei, die sind ja auch nicht so gut drin gewesen. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Wir kommen zu Champion Europe. Da ist natürlich Johnny Burkhardt mit 0 rausgegangen und Tommaso war selber auch nicht dabei. Ist immer ärgerlich, wenn die Pressekonferenz von Nagelsmann nach der Deadline so rare ist oder im Endeffekt zeitgleich, also die fängt glaube ich um 12 Uhr an. 12 Uhr ist am Freitag auch Deadline und dann sagt er, ja, Müller ist nicht dabei und ich so, okay, perfekt. Ist die erste Mannschaft auch schon raus. Hätte sowieso nichts gebracht, hätte mitgespielt, weil Johnny auch raus war, aber tut auf jeden Fall weh. Wir kommen zu Kickoff. By the way, echt eine coole Sache. Haben wir leider nicht viel geholt, aber für Leute, die jetzt neu anfangen, das ist eine Liga, da kann man auf jeden Fall gut mitspielen. Man braucht nur ein Limited, der Rest ist also mit Common möglich. Und man kann da auch gut Rewards mitnehmen. Dann kommen wir zu Specialist. Da habe ich tatsächlich was mir erhofft. Da war so, dass ich hier auch wieder die Johnny-Tara-Radetzky-Kombi ausgepackt hatte. Clean Sheet war fast in meinen Augen safe. Tut mir wirklich leid, S04-Fans, aber da habe ich echt mit einem neuen Coach bei Leverkusen nicht viel Land gesehen. Dann dachte ich, komm, wir nehmen zwei Wolfsburg mit Patrick Wimmer und Marmoush. Marmoush extra geholt, Wimmer hatte ich schon. Hätte funktionieren können, hatten beide recht gute Chancen auf Decisive und Kramaric hat dann also mit Hoffenheim gegen Bremen nicht viel holen können. War jetzt summa summarum auch, hat auch weit weg von einem Reward, muss man sagen. U23, Stojkovic war sehr, sehr gut. Brass, Fonsi, Menzel, wie man sie kennt, aktuell nicht ganz so überragend. Also Fonsi mal ausgeklammert. Der ist auch wieder verletzt rausgegangen. By the way, wow, kontroverse Entscheidung, kann man sagen. In meinen Augen, klare Gelb-Rote. Wissen wir jetzt nicht, ob das eine perfekte Entscheidung war. Aber gut, ich bin Bayern-Fan. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Meinung, wie es wahrscheinlich ein Dortmund-Fan hat. Aber sei es drum, 2-2 war am Ende sehr, sehr gerecht, muss man sagen. Jetzt beim Topspiel Bayern gegen Dortmund. Bayern war sowieso nicht ganz so wirklich. Ja, so dominant, wie man sie eigentlich kennt, zum Teil. Also, Dortmund war da wirklich Großteil wirklich sehr stark dagegen gehalten. Bayern hatte einfach nur eine enorme Effizienz. War ein bisschen ärgerlich im Nachhinein, dass es halt kurz vor Schluss den Ausgleich gab. Aus meiner Sicht, für alle Dortmund-Fans, natürlich sehr, sehr gute Sache gewesen. Dann haben wir hier mit Robin Hack noch einen Captain gehabt, der auch nicht mega krass performt hat, der Underdog. Und da sind wir tatsächlich im Reward drin. Das stimmt aber irgendwas nicht, muss man sagen. Normalerweise, das habe ich bei The Rammer geschaut, ist es ein Tier 3. Wird auch dabei bleiben normalerweise. Weil wir sehen hier irgendwie vogelwilde Survey Data Auflistung. Wir haben hier irgendwie 12.000 Tier 0 hier und hier Tier 2 dreimal drin. Also, nee, muss nicht sein. Ist ein Tier 2. Mit Koga wieder sehr, sehr gut. Friedrich hat ein Tor gemacht. Die zwei waren nicht so überragend. Dann Underdog 45. War echt sehr, sehr solide angefangen mit Yanni, Lucas Serra und seinem Golasso. Gorre hat ein Tor gemacht. Serge war sehr ernüchternd. Und dann am Sonntag noch Haglund, der leider beim 5-2 auch nicht so wirklich überzeugen konnte. Underdog Rare, auch eigentlich okay. Nuyo, endlich spielt der Mann. Letzte Woche schon angesprochen, wieder gespielt, Tor gemacht. So muss sein. Florian Niederlechner, auch Stammspieler aktuell. Ist relativ günstig. Werde ich auch erstmal halten. Jettlin, ja, da lief nicht so viel. Und Leo Silva. Auch nicht der Knüller. Summa summarum war es keine gute Game Week. Für mich ist eigentlich immer sehr, sehr ernüchternd, wenn wir kein Threshold mitnehmen. Es ist einfach so, das ist das Ding, was wir hier eigentlich ziehen müssen. Haben wir nicht gemacht. Jetzt gehen wir mit einem Tier 3 raus. Also hier, das ist eh falsch, by the way. Also habe ich ja schon erwähnt. Ja, müssen wir mit klarkommen. Greifen wir jetzt in der Champions League wieder an. Können wir vielleicht ein Specialist was holen diesmal? Also noch mehr als letzte Woche schon. Und dann kommt das Wochenende, da müssen wir auf jeden Fall den Fresher mitnehmen. Das ist die Quintessenz. Und so endet auch diese Game Week 312 für mich. Wie gesagt, ernüchternd. Muss man einfach so sagen. Wie war eure Haut in die Kommentare? Peace out. Oh, neue Verabschiedung mal reingehauen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö.